Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Whetstone City. Es hat sich so viel getan, das zeige ich euch heute alles in diesem Video. So, fangen wir an bei diesem geheimen Gebäude, was ich euch im letzten Video noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist es ein Restaurant. Ja, ein Restaurant in Minecraft. Zuerst wählen wir aus, was wir essen wollen. Ich bleibe jetzt mal hier gesund. Melone, Melone, Melone und Kartoffel. Dreimal Melone und eine Kartoffel. Und holen uns dann einen Emerald aus dem Inventar. Mit dem bezahlen wir jetzt. Den werfen wir hier ein. Und dann fährt hier dieses Minecart los. Ja, und es fährt jetzt auf eine Warteposition, wie wir jetzt hier sehen. Hier ist es jetzt aufgefahren. Und wartet jetzt hier, bis wir zu einem Tischgang sind. Allerdings müssen wir hier noch auf unsere Essenskarte warten, die jetzt hier gerade gekommen ist. Jetzt können wir zu irgendeinem Tisch gehen. Ich sage, ich gehe jetzt einfach mal zu dem hier, werf diese Karte ein und jetzt können wir die Karte mal verfolgen, weil das alles ein wenig dauert. Sie wird jetzt gleich hier ausgespuckt und läuft jetzt hier über diese Wasserstraße. Wasserstraße übrigens, weil Trichter sehr viel lägen. Hier und jetzt fährt hier auch der Kellner los. Wir haben uns jetzt den Tisch ausgesucht, der am weitesten weg ist. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Minecart fast da ist. So, da kommt das Minecart und biegt jetzt hier ab und entlädt sich nun hier oben. Gleich müssten hier also Melone, Melone und Kartoffel ankommen. Sehr schön. Ich laufe mal kurz auf den Tisch rum. Sehr nice. Haben jetzt dreimal Melone und einmal Kartoffel bekommen, wie es erwünscht war. Weiter geht's nun hier im Supermarkt. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. So. Hier ist der Eingang und hier ist erstmal ein einfacher Verkaufsladen für Tränke. Die kosten auch einen Emerald. Ich möchte jetzt einfach mal einen Trank, der Unterwasseratmung haben, werfe hier einen, bekomme sofort meinen Trank. Dann geht's weiter hier zum Modeladen, der wirklich sehr, sehr aufwendig war, da diese Armor-Stands nachher auch wieder eingekleidet werden müssen. Das sehen wir hier. So, dann wollen wir es einfach mal ausprobieren. Wir holen uns einen Diamanten aus dem Inventar, werfen ihn hier ein und können uns nun hier etwas aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, drücke den Knopf, kann es mir jetzt hier nehmen und natürlich auch ansehen. Wäre sonst etwas doof. Und jetzt läuft ein Timer ab. Und zwar hier dieser Komparator. Und danach wird diese Armor-Stance neu eingekleidet. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, jetzt ist der Armor-Stance hier... Hä? Wieso der Armor-Stance? Sprachenlernen Bubble. ...ist hier runtergefallen und läuft jetzt hier lang. Jetzt wurde auch schon neu eingekleidet. Und zwar genau jetzt. Zufällig wurde auch eingekleidet. Das wird alles hier auch noch gefarmt. Und zwar mit Mob-Spawnern. Und nun läuft er hier über eine sehr, sehr lange Wasserstraße bis hierhin, wo sich das Wasser eingeschaltet hat. Und dann sehen wir uns da auch gleich wieder. 3 Stunden und 5 Minuten später. So, jetzt ist er hier schon mal runtergefallen und läuft jetzt hier an diesen Eingängen vorbei und geht jetzt in Eingang 3. Jetzt geht's hier rein. Das Wasser schaltet sich aus nach ein paar Sekunden, sobald er über diese Druckplatte gegangen ist. Und jetzt fällt er hier auch schon runter. Das ist der Modeladen. Ich hoffe, der hat euch auch gefallen. Und jetzt kommen wir zum Einkaufsladen hier für Lebensmittel und ein paar andere Dinge, der halbfertig ist. Diese wurde inspiriert von The Jawcraft. Ich habe allerdings nichts Stück für Stück nachgebaut, sondern ich wusste zwar, wie das funktioniert, habe es dann auch probiert, selber zu bauen. So, wir kaufen jetzt einfach mal 3-mal Brot, 15-mal Karotten, 8-mal Äpfel, 15-mal, wie heißen die, Leuchtbeeren? Süße Beeren, dann nochmal Kartoffeln. Ja, jetzt haben wir einfach alles gekauft. Läuft von mir. Und jetzt gehen wir hin zu dieser Truhe. In diese Truhe legen wir nun unsere ganzen Bestellungen rein und holen uns jetzt dieselbe Menge Emeralds aus dem Inventar. So, das sind jetzt 6 Emeralds. Die zählen wir einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt startet die Highspeed-Technik, kann ich schon fast sagen. Diese ganzen Bestellsteine laufen nun hier lang und werden nun hier zusortiert. Und nun geht's auch schon los mit
dem Auszahlen der Items. Und jetzt warten wir kurz und dann kommen auch schon gleich unsere Lebensmittel hier an. So, dann wollen wir gleich mal schauen, ob sich die Technik noch nicht verzählt hat. Da kommt doch schon so einiges. Okay. 15 mal Karotten, passt. 15 mal Glühbirnen, passt. 15 mal Sweet Berries, also süße Beeren, passt. 15 mal Kartoffeln, passt auch. Und 8 mal Äpfel. Dieser Laden funktioniert auch. Was ich dann aber noch anschließen werde, ist das hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.